Als Ortsvorsitzende des Ortsverbandes Bennewitz bringe ich euch Grüße aus der Nachbarkommune und eine ganz persönliche Geschichte zum 8. Mai. Ihr werdet euch fragen, was ich hier die ganze Zeit in der Hand halte. Wenn ich das in der Hand halte und an die Geschichte dieses Stückes Blech denke, dann bekomme ich Gänsehaut. Meine Mutter und ihre Mutter und ihre Schwester lebten 1945 in Leipzig. Im April 1945 wurden sie dort ausgebombt. Mein Opa war zu diesem Zeitpunkt noch an der Front, aber desertierte. Am 1. Mai 1945 stand er vor dem Bombentrichter in Leipzig und war am Zusammenbrechen. Er erfuhr dann, dass seine Familie zum Glück überlebt hat, weil sie nicht zum Zeitpunkt des Angriffs nicht zu Hause waren. Er fand seine Frau und die Kinder dann bei seiner Schwiegermutter in Eilenburg. In Eilenburg ist dann auch der Ursprung dieses Stücks Blech. Nördlich von Eilenburg war 1945 ein britischer Bomber abgestürzt. Mein Opa war handwerklich geschickt, nahm das Vorderrad des Bombers und baute das mit in eine Schubkarre. Aus den Seitenblechen des Bombers schnitt er für meine Oma, für seine Frau, die ja den sämtlichen Hausrat verloren hatte, Haushaltsgegenstände, darunter dieses Backblech. Ihr werdet euch also nicht wundern, dass es so dellig und wellig ist, denn es hatte ja nie den Zweck, ein Backblech zu sein. Meine Mutter erbte das Backblech von ihrer Mutter und ich habe es von meiner Mutter geschenkt bekommen. Die Geschichte geht aber noch weiter. Nach der Wende in Ostdeutschland 1991 bis 1996 war ich bei der britischen Firma British Gas beschäftigt. Und 1995, zum 50. Jahrestag der Befreiung, habe ich meinen britischen Kollegen auf diesem britischen Bomberblech zum Tag der Befreiung einen Apfelkuchen gebacken. Mit meinen britischen Kollegen bin ich bis heute befreundet und in Kontakt. Für mich ist dieses Blech eine ganz persönliche Erinnerung daran, was Gewalt, was Krieg, was Faschismus, was Hass bedeuten und wozu sie führen können. Für mich steht das Blech hier für mein persönliches Leitbild, Bomber zu Backblechen. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich, wie ich, auch diese Gemeinsamkeit teilt. Es geht nur mit Verständigung, es geht niemals mit Krieg und Gewalt. Es lebe der 8. Mai.